Tagesmütter und Tagesväter des Hilfswerk Niederösterreich bieten gerade für berufstätige Eltern eine optimale individuelle Betreuung ihrer Kinder in familiärer Umgebung. Wie wird man eigentlich Tagesmutter? Zuerst habe ich auch gezögert, da muss ich wieder Kurse besuchen, dadurch ich ja schon zwei kleine Kinder gehabt habe. Aber es hat sich dann alles schmackhaft entwickelt, halt, sagen wir so. Wollten Sie vor 8 Jahren einfach wieder einen Job und ins Berufsleben zurückkehren? Nein, das war nicht der einzige Grund, warum ich eigentlich Tagesmutter geworden bin, sondern ich wollte eigentlich immer bei meinen Kindern daheim bleiben. Ich wollte immer für sie da sein, wenn sie mir was erzählen wollen, die Probleme. Da habe ich dann ein Gespräch gehabt, warum ich das eigentlich machen will. Das hat mir eigentlich dann ja, ganz gut gefallen, imponiert. Was wir eigentlich von mir erwarten, halt, und man denkt, das kann ich auch. Tagesmütter bieten vor allem eine flexible Betreuungsform. Betreuungszeiten werden individuell vereinbart. Beim Hilfswerk gibt es die Tagesmütter, aber auch den Begriff der mobilen Mami. Die Tagesmutter, da kommen die Kinder zu ihr nach Hause. Ich kann sie aber auch abholen vom Kindergarten und sie werden bei mir zu Hause betreut. Die mobile Mama, da fährst du hin mit den Kindern, mit den eigenen Kindern und betreust die Kinder dort zu Hause in ihrem eigenen Umfeld. Tagesmütter und Väter werden regelmäßig mit pädagogisch-fachlichem Know-how begleitet. Einmal im Monat treffen wir sie, dann haben wir die regionale Fortbildung. Da werden dann verschiedene Angebote gemacht über Erziehung, gewaltlose Erziehung, Erste Hilfe mit Säuglingen und Kleinkindern. Haben Sie schon einmal bereut, sich für den Job einer Tagesmutter entschieden zu haben? Nein, bis jetzt noch nicht eigentlich. Ich habe es hier zuerst so richtig aufgestockt, sagen wir so, mit mehreren Kindern. Wie sie sich spülen oder was für einen Ausdruck was sie haben. Also es ist einfach, ja, manchmal muss ich selber lachen dabei oder schmunzeln. Weil es mir einfach gefällt, wenn so. Dann kommen sie wieder zu, sie lassen sich drucken. Weil jedes Kind ist ganz individuell anders halt für mich. Und nichts Schöneres, als wenn es mal auf mich zugängen halt. Was sollte eine Tagesmutter für diesen Beruf mitbringen? Dass sie individuell, flexibel und kindgerecht handelt. Man lebt eigentlich da eine. Ein gutes Selbstbewusstsein halt. Einen guten Umgang mit den Kindern und ein wenig einhorchen auf sie. Also das Niederösterreichische Hilfswerk hat sicher die besten Tagesmütter, kompetente, liebevolle Tagesmütter. Und wir unterstützen Sie, so gut es geht, in der Aus- und Weiterbildung und sind Ihnen Partner bei allen auch pädagogischen Fragen. Tagesmütter stehen nicht in Konkurrenz zu Kindergärten und doch gibt es augenscheinliche Unterschiede. Ich kann auf das einzelne Kind viel besser eingehen. Eine Kindergärtnerin zum Beispiel, ich meine, alles positiv für sie ist, aber die hat eine ganze Gruppe halt, ne, und muss mehrere im Zaum halten. Halt. Ich kann auf sie eingehen, wenn sie sagt, so, das habe ich jetzt, kann man Zeit nehmen dazu. Gibt es genügend Tagesmütter und Väter in Niederösterreich? Gibt es leider nicht, wir sind sehr wenige halt bei uns und wir würden uns freuen, wenn wir mehr Zuwachs zu Tagesmüttern halt kriegen könnten. Halt, ne. Ich sage immer wieder, willst du nicht Tagesmutter werden? Du kannst daheim aus arbeiten, kriegst ein wenig was und du bist daheim bei deinen eigenen. Wir sind immer auf der Suche nach zusätzlichen, liebevollen Tagesmüttern. Kinderbetreuung ist nachgefragt und gerade die flexible und kompetente Kinderbetreuung bei Tagesmüttern ist besonders gut nachgefragt. Nein.